Ich bin Barbara Bahm. Ich setze mich für Ihre Rechte ein. Wenn Sie wissen, was für gut für Sie ist, wählen Sie mich. Ich kann Auto fahren. Take me out the country. Oh. Ich verstehe die Menschen. Nee. Doch. Nee. Jetzt hört es auf, mir wieder Worte zu geben, doch. Nee. Hey. Barbara. Und ich habe ein gutes Herz. Hier, bitteschön. Oh, nein, nicht da schlafen. Oh, um Gottes Willen, reißen Sie sich doch zusammen. So schwer kann es nicht sein. Vielleicht versteht man mich gar nicht. Eventuell ist die Musik zu laut. Aber Leute, die ihr Herz am richtigen Fleck haben, verstehen mich auch, wenn die Musik mal zu laut ist. Ja. Ich stehe für Gerechtigkeit, Liebe und Feminismus. Natürlich auch Gleichberechtigung. Ich denke trotzdem, jedermann sollte, um für die vergangenen Jahre der nicht vorhandenen Gleichberechtigung zu büßen, einfach standardmäßig weniger Lohn kriegen. Wussten Sie, dass alleinerziehende Eltern, Frauen sowie Männer, keine Zusatzzahlungen bekommen? Ich weiß, absolut unmöglich. Als ich dies erfahren habe, war bei mir der Grundgedanke gesetzt. Ich kann nicht einfach tatenlos zusehen. Rumsitzen mit nichts tun. Ich kann mich nicht beschweren und im Gegensatz nichts dafür tun, dass sich etwas ändert. Und deshalb habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, für die Menschen da zu sein. Bild Barbara Bahm. Für ein gerechtiges Los Angeles. Denn ich weiß, was der einfache, arme und ärmliche und sehr armselige Bürger braucht. Und zwar eine starke, führende Hand. Stimmt für Barbara Bahm. Am 1.8. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade hinfahre. Ich muss aufhören. Ich kann nicht reden und denken gleichzeitig und fahren gleichzeitig. Das geht nicht. Aber ich bin eine gute Bürgerin. Ich muss aufhören. Sowas würde ich auch für immer hinter Gittern sperren, damit das klar ist. Wie traurig und armselig kann man sein? Wer fährt so scheiße? Dieses assige Fahrverhalten. Täglich werden die Straßen von Los Santos belastet mit Kleinkriminellen, die nicht die Straßenführungseinhaltepflicht einhalten. Unmöglich, sage ich dazu. Sehen Sie tatenlos zu? Ist es Ihnen egal, wenn Kinder überfahren werden und zum Sterben auf der Straße liegen gelassen werden? Mir nicht. Deswegen habe ich meine Initiative überlegt. Jegliche Kinder, die auf den Straßen zum Sterben liegen gelassen werden, müssen zukünftig weggeräumt werden. Ja. Denn das ergibt Sinn. Scheiße. Ich muss an meiner Konzentration arbeiten. Ich kann nicht gut reden halten. Was glaube ich für einen Dreh? Aber. Okay, egal. Egal, ich schaff das. So. Ja, Einigkeit und Recht und Freiheit. Das sind die drei Dinge, die in Los Santos nicht herrschen. Stattdessen gilt hier Zucht und Bestrafung für die, die sich nicht beugen, dem, der ihm finanziell höher gestellt ist. Und ich sage Ihnen, genauso ist es auch richtig. Als ich klein war, habe ich schon erkannt, dass es wichtig ist, dass man auf die wichtigen Dinge im Leben achtet. Es gibt Leute, die meinen, oh, herzensgut muss man sein, liebevoll muss man sein, Rücksicht muss man nehmen auf die Leute, die nicht wissen, wie es anders gehen kann. Aber ich sage, nein, man darf keine Schwäche zeigen. Im Gegensatz, mein treuer Kollege Schwapsel hat dies auch sehr früh erkannt. Seit 7 Monaten ist er schon bei mir. Und unterstützt mich im Tun und Denken, im Schaffen und im Kämpfen für das Volk von Los Santos. Mit starker und führender Hand und viel Rechtssinn gehe ich die Dinge an. Haben Sie etwas Ungerechtigkeit im Leben erfahren und haben Angst, dass Sie ja nichts dagegen tun können? Oft wird Eigeninitiative mit ja, Notwehr nicht gleichgesetzt, sondern mit ja, unreifer Brutalität, die aus dem Nichts herauskommt. Doch wie soll man sich wehren,
wenn die Polizei nichts tut. Ich, Barbara Bam, setze mich dafür ein, dass der legere Faustschlag legalisiert werden soll. Es ist keine Gewalttat, jemanden eine Erziehungsstelle zu geben. Ich denke nicht. Im Gegenteil. Es ist sogar ein Schubser in die richtige Richtung. Auch ins Gesicht treten sollte nicht verboten werden. Schwapsel, das ist dein Moment, etwas zu sagen. Sprich zum Volk, wenn du noch da bist. Ja. Hatten Sie auch mal das Gefühl, dass Sie ungerecht behandelt werden? Mir ging es oft so. Ich habe mich lustlos gefühlt. Als könnte ich nichts gegen das Unrecht tun, das mir widerfährt. Als wenn ich ein Opfer wäre, derer, die mir Böses tun wollen. Warum ist Musik so laut? Ah! Ja, ich dachte, ich wäre ein Vogel, gefangen an einem Käfig. Gedacht, frei zu sein. Ich dachte, ich wäre ein Krieger. Doch meine Flügel wurden gestutzt. Ewiglich müsste ich das Leben führen weiter auf dieser Insel. Als Knecht. Warum ist die Musik jetzt aus? Ich bin gerade voll dabei, ne? Aber nein! Ich habe erkannt, es gibt eine Lösung. Als X, that's when, vor 4 Monaten zu mir trat und sagte: Barbara, Mensch, du darfst nicht aufgeben. Du bist der Einzige, die dieses Land retten kann. Genauso sprach er, das war seine Stimme. Ich bin nämlich auch Stimmakrobatin, müssen Sie wissen. Denn eine Bürgermeisterin sollte auch dies können. Habe ich erkannt. Oh, Sven, du hast recht. Du bist so weiß und klug. Ich sollte mich nicht hingeben. Der Gewalt, die mir angetan wird. Der psychischen Misshandlung, die ich erleide jeden Tag. Ich muss kämpfen. Und du kannst das auch. Wähle Barbara Bam. Für einen gerechten Staat. Für neue Straßen. Für abgeschaffte Stoppschilder. Und wie funktionierende Ampeln. Zur Hölle, wer hat diese Ampeln überhaupt hier hingebaut, wenn sie nicht funktionieren? All diese Dinge packe ich an. Packen wir an. Gemeinsam. Dafür stehe ich mit meinem Namen. Wählen Sie Barbara Bam am 1.12.2022 bei der Bürgermeisterwahl. Zusammen für Los Santos. Zusammen für dich. Jesus loves you. And Jesus loves me too. Ariane, ich war noch nie so einsam und alleine wie heute. Hä, hey, warum? Ich sehe gerade, der CEO Leitsteller hat, also ist CEO da. Ja, der macht eine Ausbildungsfahrt. Ja, der fahr doch mit. Nee, Lami ist auch dabei. Der Reiter hat mich eben auch angerufen. Dann schmeißt den Auszubildenden raus. Ja, das kann ich nicht machen. Nee, das kann ich nicht machen. Wie soll er denn dann lernen? Oh, es tut mir leid, ja, dann werd Pedilerin. Vielleicht machen wir uns selber auf die Suche nach Lamis großer Liebe. Ja, ist da ein Girl? Ah, da sind nur Männer. Was ist das denn? Und Frauen hinten, also... Weißt du was, das machen wir jetzt. Wir machen jetzt Solo-RP. Wir lernen jetzt neue Leute kennen. Wir suchen Lami jetzt alleine nur Freunde. Wir brauchen Lami dafür nicht. Sollen die drei doch zusammen abhängen mit ihren tollen neuen Auszubildenden? Ich suche mir neue Freunde. Mich ersetzt man nicht einfach so. Auch Ariane mit ihren blöden PD-Freunden. Tankstelle, komm, Little Soul Tankstelle. Da treffen wir ganz sicher eine Lady, die allein unterwegs ist. Ich gebe nicht auf. Bin mutstarkig.
Ich bin stark hier, was? Ich bin mutstark. Nee, was? Ich bin mutig. Ich bin mut und starkig. Sind auch sie mut und starkig? Sind auch sie sich in ihre Ansichten gefestigt? Ja, dann sage ich ihnen, schließen sie sich mir an, denn auch ich bin mut und starkig. Ich weiß, was eine einsame Lady, dass ich das erleben darf. Oh, weißt du, so eine Ansprache, die macht's halt auch einfach, ne? Oh mein Gott! Oh! 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 Kein Wunder, dass... Oh! Kein Wunder, dass die Stadt tot ist! Hier wurde ein satanisches Ritual durchgeführt! Die Hälfte der Menschheit wurde ausgelöscht! Alle Single-Frauen! Alle gehen und verschwinden vor mir und rennen weg! Weil es in Wirklichkeit Dämonen und Geister sind! Die Schmerzen verspüren, wenn ich in die Nähe komme. Oh mein Gott! Alles macht sie. Oh, da ist ja jemand! Hallo, ich bin so einsam. Bitte reden Sie mit mir. Ein Dios mio, was ist denn los? Es ist furchtbar. Alle verstecken sich vor mir. Sie sind der Erste, der stehen bleibt und nicht die Flucht ergreift. Habe ich irgendwas im Gesicht? Sehe ich aus wie ein Mann mit grauen Haaren? No, Sie tragen Ihre Brille, aber... Ja, ich verstehe gerade nicht so ganz. Ich sehe doch sehr. Kommen Sie mal runter. Alles gut, atmen Sie durch. Ja, ich komme runter, okay. Oh, es ist wirklich ganz schlimm. Und dann gehe ich gerade ins Piazza Rosso und was sehe ich auf dem Boden? Oh, ein Satansritual. Können Sie sich das vorstellen? Ein Satansritual? Ja, und jetzt bin ich total durch den Wind. Ich frage mich, was los ist mit der Stadt. Gestern war es auch schon so, als wenn, okay. Als wenn die Stadt tot ist. Und eben waren da zwei junge Frauen und dann gehe ich kurz in die Tankstelle, komme zurück und plötzlich sind sie weg. Wie weggezaubert. Oh, junger Mann, ich habe das Gefühl, hier geht's nicht mit rechten Dingen zu. Wollen Sie sich mal kurz... Kommen Sie mit. Oh, wohin? Jetzt setzen Sie sich doch erst mal. Okay. Ich fahre den ganzen Tag schon durch die Stadt und versuche nette Leute kennenzulernen. Meine Freunde haben totale kleine Steine. Was geht denn mir eine selbstständige Frau? Junger Mann, Sie haben ein gutes Herz. Sie sollten Therapeut werden, ne? Gracias, Vera. Ich danke Ihnen für Ihre Hilfe. Sie haben mir wirklich weitergeholfen. Doch, das ist Ihr Honorar. Ich gehe. Buenas noches. Ich hoffe, wir sehen uns eins wieder. Bestimmt. Sie Wunder Philipp. Wunder Philipp. Scheiße, ich hab mich nicht seinen Namen gefragt. Wunder Philipp ist sein Name. Dann ist er heute wirklich. Also, es ist so heute. Heute hat man sich gegen Babsi verschworen. Oh mein Gott! Ich bin nicht allein. Ich war nie allein. Die ganze Zeit dachte ich, ich wäre allein gewesen. Doch es gab immer einen guten Freund für mich. Und das ist Jürgen. Jürgen, mein Freund! Lang nicht mehr gesehen. Du stinkst zwar, aber, ich finde, wir kommen gut miteinander klar. Denn du... magst mich nicht wegen meines Geldes oder meiner schönen Art und du tust mich auch nicht für jemand anderen ersetzen. Nein, du hast erkannt, dass Barbara Bam ein Freund ist, bei dem man verweilen kann. Für immer. Seite an Seite stehen wir und beobachten dieses Haus. Irgendwie machst du das jeden Tag, Jürgen, und das macht mir fast schon Angst. Aber Jürgen, ich bewundere das. Jürgen, du bist ein starker Mann. Das muss ich auch einfach mal sagen. Jürgen, du und ich... Weißt du was? Ich denke, wir beide wären ein unschlagbares Team. Jürgen, weißt du, ich bin vielleicht bald Single, ne? Ja. Mein Ehemann hat nämlich mal wieder Geheimnisse von mir. Zusammen mit Lami Unterreit und zwei anderen Leuten, die ich nicht identifizieren konnte. Warte, einer davon war Natascha. Ja. Natürlich war wieder eine fremde Frau dabei. Ja, Jürgen, ich weiß.
Was soll das heißen? Wer bin ich? Jürgen, ich bin's, Barbara Bahn, deine gute Freundin. Hab ich mir doch gedacht. Ach, Jürgen. Ja. Du läufst nicht weg. Du gehst nicht. Du rennst nicht zu fremden Menschen. Weißt du, Jürgen, und das schätze ich an dir. Was sagst du? Ein Job? Müllsammler? Jürgen, ist das dein Ernst? Jürgen! Sehe ich aus wie eine Müllsammlerin? Jürgen, sag was! Hat's dir jetzt die Sprache verschlagen? Nein, ich will keinen Müll sammeln, Jürgen! Jürgen, ich dachte, du bist anders als die anderen, aber du denkst auch nur, dass ich Müll bin. Oh mein Gott! Ich hasse dich! Ich will nichts mehr mit dir zu tun haben! Wenn ich Bürgermeisterin bin, mache ich, dass du arbeitslos wirst. Oh Gott. Oh. Wo sind denn die silbernen Wasserfall-Ohrringe? Schwarzgold, Entschuldigung. Oh, denn das ist Schwarzgold, wie man sehen kann. Das ist kein Silber. Es ist Schwarzgold. Sieht Schwarzgold Silber aus? Warum nimmt man denn dann nicht einfach Silber, wenn Schwarzgold und Silber gleich aussehen? Aber gut, Barbara ist eine Frau von Klasse. Nee. Bei Barbara muss es dann auch einfach nicht Silber sein, sondern Schwarzgold in dem Fall. So, ich bin bereit. Raus in die kalte Luft. Nee. Ich bin jetzt wieder in der Lage, meine Bürgermeistertaten nachzugehen. Erstmal schaue ich... Oh. Erstmal bedanke ich mich bei Luan. Dankeschön. Für 6 Monate. Das ist aber auch das Richtige. Das muss man tun. Ne? Das ist das Mindeste. Der Beitrag zum Verfall. Nicht der Beitrag zum Entgegenwirken des Verfalles der Welt, Luan. Und du hast das Richtige getan. Deswegen sollte ich mich auch eigentlich gar nicht bedanken. Das ist selbstverständlich. Nehmt uns ein Beispiel an, Luan. Ich bin Bürgermeisterin und ihr müsst schon keine Steuern zahlen an mich. Nee, wollte ich nur mal so sagen. Hat irgendjemand von euch mir schon mal Steuern bezahlt? Nein, warum? Weil ich ein großes Herz habe. Nee? Tufio. Auch du. Oh. Sei nur da, ja. Dankeschön für deine Gefolgschaft. Für deine Treue, ja. Für deinen Beitrag ans Regime. Mich. Abarabar. Bürgermeisterin von Los Santos. Ich hab den immer noch als Harald Hirsch eingespeichert. Finde ich übrigens sehr schön. Und Lami ist einfach noch immer als Lama. Ach, scheiße, Lami Lama eingespeichert, ne? Da habe ich letztens so drüber nachgedacht. So, Entschuldigung. Sanodaya. Erstmal schäme dich, einen solch komplizierten Namen ausgewählt zu haben. Das bringt Leute wie mich vielleicht in Verlegenheit, ne? Ich bin nämlich American und ich finde, man sollte sich den American-Standard anpassen und, ja, einen Namen wählen, der einfach auszusprechen ist. Deswegen nenne ich dich jetzt Zenodaya. Yes, very nice. Very nice. Thank you for your Beitrag für die Bundesrepublik Los Santos. Dein Steuergeld wird für nicht für persönliche Zwecke, niemals. Die Yakuza damals habe ich auch nicht. Yakuza. Die Jacuzzi? Das Jacuzzi? Der Jacuzzi? Den Jacuzzi? Habe ich auch nicht von Steuergeldern bezahlt. Nein, nein. Den habe ich mir selbst geholt von meinem eigenen Vermögen. Und auch dein Beitrag wird für mein eigenes Vermögen. Nein, dein Beitrag wird auch für mein persönliches. Für meinen Beitrag für Los Santos. Ja. 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 Und es ist, eigentlich geht dich das auch gar nichts an. Dankeschön. So. Und Trufilo? Das ist ein schöner Name. Das erinnert mich an Trüffel. Ich hatte schon lange keine Trüffel mehr. Ach, so ein bisschen Trüffelcreme. Da sehe ich mich jetzt aber. Oh. Oh, Trufilo. Weißt du, also. Von deinem Beitrag hole ich mir Trüffel. Ich danke dir. Das ist sicherlich in deinem Sinne. Schließlich hast du dich auch so genannt. Ihr habt's verstanden. Ich werde euch zu Ehrenbürgern ernennen, wenn ich dann Bürgermeisterin bin.
Oh mein Gott, wenn ich nur RP machen würde, könnte man richtig lustige Sachen machen, wie wirklich den Discord irgendwie Rathaus nennen oder so ein Scheiß. Und dann heißen Subs nicht, bester Name, Monabibis, sondern heißen, Ehrenbürger. Ja. Genau, eines von Barbaras Wahlversprechen ist, wir lagern Atommüll nicht mehr in Naturschutzgebieten und sonst was. Scheiße, ich bin falsch gefahren, ich dachte, cool. Nein, wir lagern den in Zukunft auf Kinderspielplätzen. Denn dann leuchten unsere Kinder im Dunkeln und wir können sie besser finden. Und ihr könnt das auch. Buttermilch, oh, auch du tust das Richtige. Du hast erkannt, was wichtig ist in der Welt, ne? Oh, Nova, du auch. Das hier beide. Da muss man es einfach aber wieder sagen, ne? Du sagst, es ist verloren. Aber der Chat, von dem kriege ich Unterstützung. Und das finde ich gut, ne? Ich habe es immer gewusst, irgendwann erkennt jemand meine Großartigkeit. Und ich bin großartig, denn alles, was ich mir vornehme, gelingt immer. Deswegen verspreche ich euch. Ja, wenn ich meine Reichtümer hier rüber nach... Ich hasse mein Leben. Wenn ich meine Reichtümer nach Los Santos verschärft kriege, dann kriegt ihr 0,01% ab. Und ich habe ziemlich viel Geld. Das ist bestimmt mindestens 1 Million, die ihr untereinander aufteilen könnt. Ganz sicher. Ich werde euren Namen in mein Tagebuch schreiben. Weißt du, deswegen geht Los Santos vor die Hunde, ne? Stell mal vor, jetzt klaut jemand meine Karte. Und ich habe meinen PIN im Portemonnaie stehen. Oder meine Visa-Karte und ich will sie sperren lassen. Dann geht die Bank nicht ran. Soll sie eine Bank nicht einen 24-Stunden-Dienst haben? Und das auch sind alles Dinge, für die ich mich einsetzen möchte. Ich weiß nicht, was ich eingegeben habe. Ich glaube, Royal Music habe ich eingegeben. Oh Gott. Sowas würde ich auch bestrafen. Unmöglich, dieses assige Fahrverhalten. Eine Frage, Frau Baum. Wie würden Sie Straßen von Los Santos verbessern? Das habe ich doch gerade gesagt, Mann. Ich beantworte Fragen generell nicht zweimal. Bitte denken Sie sich eine andere Frage aus. Nova, raus. Das ist, wie heißt das Wort, wenn man sich gegen die Regierung stellt? Ketzerei, ganz sicher. Das ist sicherlich das Wort, das ich suche. Es ist Ketzerei, Nova, ne? Das ist satanisch, was du da von dir gibst. Walter Weißwillen, ich bitte dich. Hast du nicht gesehen, was aus der Stadt geworden ist? In Zeiten, wo Walter Weiß das höchste Tier war. Ich glaube, ich höre nicht richtig. Ich bin heute voll aufs... Ach, Schneepunzel übrigens. Dankeschön. Grüße an die beste Bürgermeisterin Los Santos. Schneepunzel. Danke, danke. Liebe Grüße zurück an dich und deine Familie. Ja, die Zeiten sind schwer, doch ich habe deine Postkarte trotzdem erhalten und natürlich so schnell wie möglich beantwortet. Ich hoffe, dass du einen schönen Abend hast und dass du auch im nächsten Monat die Barbara-Partei wählst. Herzlichen Glückwunsch zu der Geburt oder was auch immer dein Anliegen war. Küsschen aufs Nüsschen. Baba. Alle. Alle haben sie mich heute verlassen. Aber ihr wart bei mir. Ihr seid da geblieben. Und wenn es so Nachrichten in meinem Chat waren, ich habe es gespürt in meinem Herz. Ja. Minodan. Nikolus. Schneepunzel. Suse von der Süßigkeit. Nightboot. Sloman. Oh. Und, natürlich auch Delizo, yeah. Und Merck. Und Spectral Inc. Und Drazi. Ja. Wave Beats Music. Und Joe Nico Joe. Und Simon. Ja, ihr alle. Ihr wart bei mir. Ihr habt mich nicht alleine gelassen. Heute an diesem Tag, an dem sich gezeigt hat, wer die wahren Freunde sind. Nie war ich so einsam wie heute. Und nie hat man mir so sehr bewiesen,
dass es nicht wichtig ist. Warum hört die Musik jetzt auf? Ah, dass es nicht wichtig ist. Dass man manchmal schwach ist. Es ist nicht wichtig, dass man manchmal nichts zu tun hat. Ihr seid trotzdem da gewesen. Und auch wenn ich langsam wahnsinnig werde, habe ich das Gefühl von Langeweile. Ihr wart da. Und das macht gute Freunde aus. Ich bin ernst. So ernst. Denn ihr habt mir Scheiße. Moment, ich muss postponen. Ja. Ja, wir wissen noch nicht. Wir entscheiden jetzt auf der Couch, was wir für den Film gucken. Ist okay. Denn uns fällt nichts ein. Auf der Alice Taxi Couch. Also, ja, weißt du was, dann fahr ich zu euch. Ich möchte nämlich auch nicht mehr, ne? Ach, du möchtest? Warum denn nicht? Alles gut? Alles ist fantastisch. Ich komm zu euch. Ihr müsst nicht auf mich das warten. Setzt euch einfach auf die Couch. So, doch es geht mir gut, Jonathan. Heute war einfach ein sehr einsamer Tag. Ja, fand ich auch. Ja, wirklich. Hab ich kein einziges Mal gesehen. Ja, das ist natürlich wirklich schlimm, ne? Hast du recht. Bis gleich. Na gut, bis gleich. Tschüsschen. Ihr habt mir gezeigt, was Liebe ist. Ich brauche keinen Mann. Naja, ich mache jetzt trotzdem nicht Schluss. Ich hoffe, das wisst ihr. Ich liebe euch. Sie ist so eine starke Frau. Der zukünftige Bürgermeisterin und in... Hallo Tyson, ich gehe jetzt außer Dienst. Ach so, in Ordnung, gut. Okay, tut mir leid. Alles gut, bis hin. Tschüsschen. Sie ist da für ihre Familie. So rein, so rein, so rein, ja, so rein, so rein. Was soll ich dazu sagen, ne? Also, das war jetzt Staffelende. Tut mir so leid für heute, ne? Also, ich habe schon gedacht, gestern war so lustig. Ob es jetzt heute so lustig wird, naja, ich weiß ja nicht. Aber ich kann nicht mehr. Ich habe mich verausgabt. Es war einfach niemand da. Niemand. Alle tot. Aber wie gesagt, es hat mir trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Ich habe mir Mühe gegeben. Und dann die ins Bett gehen, schlaft schön. Und wie gesagt, danke heute für die rege Unterstützung, obwohl wir eigentlich so gut wie gar keine RP hatten. Ne? Und danke für die ganzen Subs auch nochmal. Sehr lieb. Und keine Sorge, ich werde jetzt nicht immer mich mit Barbaras Stimme bedanken, aber es war heute ganz lustig. Und wisst ihr, was ich dazu sage? Ich muss es auch einfach nochmal sagen. Ne? Und ich möchte es euch auch sagen. Aus tiefstem Herzen kommt das jetzt. Danke, dass ihr heute da wart. Wir reden jetzt den Harald. Sagt dem Harald ruhig mal, was für ein Scheißfreund er ist, dass er heute nicht die Einsamkeit von Barbara gespürt hat. Damit er ein schlechtes Gewissen hat. Denn wir sind zusammen eine Einheit. Wir sind ein Volk. Zusammen sind wir stark. Und damit verabschiede ich mich. Viel Spaß. Man kommt in die Hölle, wenn man mir kein Opfer gibt, ne? Oh Gott.